What's up, ladies and gentlemen? Willkommen zurück zu State of Decay 2 und auf meinem Kanal. Wenn ihr Lust habt, bei dieser Folge dabei zu bleiben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch bis zum Ende bleibt und nicht nur zur Hälfte. Ich sehe es doch an der durchschnittlichen Wiedergabendauer, dass seltenst die Videos bis zum Ende geguckt werden. Allerdings möchte ich euch bitten, in diesem Video steckt sehr viel Arbeit, Zeit und Mühe. Wenn ihr das Ganze bis zum Ende schaut, dann schreibt mir doch in die Kommentare Hashtag Ende. Alles klar, das Ganze sage ich aber nochmal am Ende. In dieser Folge machen wir Folgendes. Wir stürmen mal einen gelben Infektionsherd. Ja, ist ein Infektionsherd. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und wir gucken mal, was wir diese Folge noch alles erreichen. Mein Ziel ist, dass wir eine autarke, gut laufende Basis haben. Und nochmal, wenn euch dieses Spiel gefällt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt uns das in die Kommentare und wir werden dieses Spiel öfter etablieren auf unserem Kanal. Alles klar? Das sind jetzt erstmal die ersten 4 Folgen, die ihr diesen Monat sehen werdet. Mal gucken, wann es weitergeht und mal gucken, wie es weitergeht. Ihr müsst ganz schlicht und ergreifend nur in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr sehen möchtet. Ja, okay, wir sollten das mal beanspruchen, damit wir Baumaterial... Nun ja, das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Jetzt gibt's das Intro und vorher möchte ich euch bitten, lasst mir ein Abo da, aktiviert die kleine Glocke. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Und ansonsten... Joint der Discord-Community und lasst uns gemeinsam Freude haben. Schreiben wir miteinander, schreibt mir, was ihr von den Folgen denkt und so weiter. Jetzt gibt's das Intro und dann geht's los. Bis gleich. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was ist dir denn aufgefallen? Na, sag erst mal dein Ding. Hallöchen. Ich bin wieder dabei. Da kann ich nichts für. Mir ist aufgefallen, dass du gar nicht mehr gemutet bist in letzter Zeit. Gibt es da ein Geheimnis, was du mit uns teilen möchtest? Wir sind doch unter uns. Das hört doch keiner. Du kannst mir alles hier privat erzählen. Niemand wird es mitbekommen. Wieso bin ich denn nicht mehr gemutet? Ich war gemutet. Echt? Du bist aber diesmal verdammt schnell. Ja, ich habe, du hast mich angesteckt, ich habe auch den Turbo Speed eingelegt versehen und deswegen war ich in dreifacher Geschwindigkeit durch. Na, das stelle ich mir sehr witzig vor. Ja. Wenn man sowas in dreifacher Geschwindigkeit baut, Achso, wir müssen da hinten lang. Dreifach sogar, oh. Oh, ja. Ja, ob das funktioniert. Weil aber gut ist eine WhatsApp, Ladies and Gentlemen, heute in der nächsten Folge. Ja, nein, geht nicht. Ist schwer. Oh, Cardio voll. Max Stufe. Also geistesgegenwärtig habe ich schon voll und Cardio jetzt auch. Ich habe Mr. Nice Guy. Ja, das freut mich. Und jetzt lass uns diesen beschissenen Screamer ausschalten, bevor die anderen Arschlöcher. Was? Bist du schon wieder K.O.? Warte, wie viel Muni habe ich? 14, okay. Wenn die Waffe nicht lautlos ist, hör auf zu schießen. Ja. Warte mal, irgendwo hier ist der Screamer. Der steckt wahrscheinlich mitten im Haus. Der hat mich gesehen. Hi! So. Seid ruhig. Du kannst deine Bolzen wieder einsammeln. Mache ich bei Gelegenheit. Ich gehe jetzt erstmal Screamer ficken. Einer lebt noch. Hä? Meiner kriegt gerade einen Anfall. Bin ich krank? Nee, müde. Nee, meine Leiste ist voll. Hinter dir vielleicht? Ich glaube nicht, dass das ein Anfall war, sondern der Typ, der dich verprügelt hat. Hinter mir war jetzt in dem Moment, wo du mich gehauen hast, keiner. Ich hab dich nicht gehauen. Ich hab den Typen hinter dir umgebracht. Okay, jetzt wird's creepy. Hinter mir stand keiner. Wenn's jetzt erst creepy wird, dann solltest du mal die nächste Steuerabrechnung sehen. Ja, wir haben 2020. Ab jetzt fängt die Scheiße an. Die neuen Gesetze sind in Kraft getreten seit Januar. Ja, und jetzt beginnt der ganze Shit. So, was gibt's hier noch zu looten? Nichts mehr für mich. Hier muss doch was für mich sein. Da. Hast du 2 oben links? Ja. Gut. Wo war denn hier in der Nähe? Wasserkühler.
Hier ist kein Auto in der Nähe. Gar nichts. Aber unser Haus. Na, immerhin. Wasserkühler. Das klingt doch nach etwas, was wir brauchen. Ich finde hier nur gutes Zeug. Lassen wir das mal Drogen, habe ich nie beurteilen und nicht uns. Wie kann ich diese blöden Quests ausblenden? Augenblick. Gemeinschaft? Nö. Aber die wollen wir doch gleich aufmachen, oder? Sprich mit Lisa? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich muss anscheinend sowieso mal meinen Charakter wechseln. Weil die Pfeife, die ich spiele, ist K.O. No. Da muss ich aber Lisa noch ein neues Outfit verpassen. Okay, sie heißt nicht Lisa. So, schön. Das war ein gemütlicher Headshot. Wo geht's jetzt weiter? Wie komme ich nach Hause? Wir sind hier vollkommen falsch. Da hinten ist unser Haus. Was ist denn dann orange markiert? Ach so, die Quest. Okay. Ach, wenn wir schon mal hier sind. Hier ist ein Schuppen. Vorsicht. Ich sehe sie doch hier schon. So, ich sollte vielleicht mein Licht ausmachen. Eventuell ist das ja der Grund, warum die mich immer so früh sehen. Nicht nur eventuell. Deine Brechstange ist sehr effektiv. Ja. That's what she said. Sehr gerne. Der hat geredet. Vorsicht. Ja. Ich weiß nicht wo, aber ich höre was. Where am I gonna fit that? Na komm zur Tür. Oh. Das Problem ist, ich kann dir nicht mal helfen, weil du jedes Mal quasi die Tür blockierst. No. Ich weiß, ich bin einfach zu fett und stehe mitten in der Tür. Siehst du? Jetzt siehst du es ein. So, dann lass uns mal ganz schnell weitermachen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Auto, denn ich habe keinen Bock, die ganze Scheiße zu tragen. Oh, ich bin voll. Verdammt. Ja, ja. Genau das Problem kenne ich. All that work for this? Wir brauchen auch mal einen neuen Rucksack, denn es gibt welche, die sind deutlich leichter. Das spart uns dann natürlich Gewicht. Ich hatte gerade auf jeden Fall einen Rucksack mit 8 Fächern in dem Schrank, den ich nicht mehr looten konnte. Du hättest ihn einfach austauschen können und den mit 8 Fächern nutzen und den anderen da lassen. Ich habe schon einen mit 8 Fächern. Kommt aber darauf an, wie schwer der ist, ne? Da musst du mal auf das Gewicht gucken, denn es gibt einen, der wiegt ungefähr 12 Kilo und einen, der wiegt nur 2 Kilo. Okay, das ist schon ein immenser Unterschied. Oh ja, ich frag mich auch, wie ein Rucksack 12 Kilo wiegen kann, aber hey. Ja, ich sag nur, also wenn ich einkaufen gehe und viele Glassachen kaufe, dann kann der auch mal schnell 12 Kilo wiegen. Oh ja. Guck mal, du kaufst viele Glassachen und ich komme mit einer einzigen aus. Weil mehr als meinen Joghurt brauche ich nicht. Alles andere ist Luxus und Luxus brauche ich nicht. Ich kaufe immer Joghurt auf Vorrat. Ja, aber wenn du jedes Mal Joghurt auf Vorrat kaufst, das ist doch dämlich. Nein, nicht jedes Mal. So, jetzt muss ich mal... Wie viel wiegt der? Siehst du, der hier ist 12 Pfund, 6 Kilo. Haben wir hier andere Rucksäcke? Nee. Aber da die anderen sonst keine Waffen haben... Yeah, no room for that. Oh, wir haben einen Deodorantstift. Einen Luxusgegenstand, da hast es. So, dann muss ich mal den Charakter wechseln. Und zwar Kontrolle übernehmen. Ba-bams. Ja, steh auf, Kleiner, beweg deinen Arsch. Das ist Zombie-Apokalypse. Du kannst schlafen, wenn du tot bist. Und das geht schneller, wenn du schläfst. Also, steh auf. So, was haben wir jetzt? Strickmütze? Nein. Wir brauchen erstmal ein gutes Outfit. Ohne gutes Outfit gehen wir hier nicht los. Halleluja. Jetzt sieht die Scheiß... Ja, jetzt sieht die Kleine richtig scharf aus. Oder? Ich hätte auch schon wieder diese Ansprüche hier mit einer richtigen Kleidung mitten in einer Zombie-Apokalypse. Als ob ja, sobald du mich siehst, überlegst du dir den Satz mit richtige Kleidung nochmal. Aber jetzt sieht sie aus wie in der Zombie-Apokalypse. Perfekt. Ich leuchte mal die Tür an, mal gucken, ob Madame gleich rauskommt. Erstmal rüstet Madame sich aus. Der Move war jetzt gut. Erstmal rüstet Madame sich aus und zack geht die Tür zu. Ja. Als wenn du mit deiner Gedankenkraft die Tür zugezogen hättest. Habe ich. Aber schön, dass du es erkannt hast, denn jetzt geht es weiter. So.
Darf ich präsentieren? Survival Outfit. Ooh. So. Back in black. Mit Öhrchen. Es gilt zu beachten, dass ich Öhrchen und Zähne am Kopf hab. Ach nein, und Zähne auch noch. Wie geil. So, ist der Kofferraum leer? Perfekt. Wir sollten uns mal nach einer neuen Fahrgelegenheit umschauen. Oh ja. Und wir brauchen Einfluss. Viel Einfluss, dann können wir uns nämlich schon mal irgendwas holen hier. YouTube. Okay, wir hätten hier verschiedenste Auswahlfahrzeuge. Mich interessiert ja immer noch das Spionagefahrzeug. Aber gucken wir uns doch erstmal an, welchen wir vom letzten Mal hatten. Ich habe ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet, dass ich hier wirklich auch die Fahrzeuge auf der Karte sehen kann. Oh fuck, Screamer. Main um! Well, that's taken care of. War es nur plus 5 Einfluss, wenn man Screamer ummietet? Das ist unfair. Okay, das Auto gefällt mir tatsächlich. Das ist groß genug. Wir brauchen also Benzin. Benzin hätten wir at home. Hoffentlich habe ich gleich noch eine Tür, haha. Hast du. Und die hast du gut als Waffe eingesetzt. Mach mal auf. Wir saßen auch schon mal in einem Auto, da war eine Tür weg. Also bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Türen unzerstörbar sind. Ich glaube, wir sind sogar schon mal vor einem Baum gefahren. Und die Tür war auf und dann ist er nämlich abgewiesen. Hey, Bitches. So schnell kann ich mich schon bald gar nicht mehr mitdrehen. So, wie war das jetzt? N? Nein. Doch. Basis. Kommandozentrale, glaube ich. Nee, irgendwo konnte ich ein Care-Paket schnüren lassen. Okay. Ja, das siehst wahrscheinlich dann auch nur du. Ein Packsack entnehmen, genau. Achtung! Weg da, weg da, weg da! Meine Tür, meine Tür! Richtig. Ja, also das ist unser Auto. Das können wir theoretisch nehmen, aber dafür brauchen wir Benzin. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber wir haben kein Benzin. Ich habe vorhin Benzin eingelagert zu Hause. Ja, aber wenn es zu Hause wäre... Zumindest bei mir zu Hause, dann könnte ich hier jetzt ins Lager gehen. Oh, warte mal, Benzinkanister aufladen. Ist ja gar nicht Packsack, nee. Okay, wenn ich Benzinkanister aufgeladen habe, das geht nämlich... Ich habe das in dem Video mal gesehen. Okay. Du kannst irgendwie... Muss in der Anlage sein, um diese Aktion zu nutzen. Nein, irgendwie kannst du von der Distanz... Kannst du dir was holen. Also ich habe hier als Koop-Partner keine Möglichkeit. Dann müssen wir wohl oder übel den langen Weg nach Hause nehmen und den Benzinkanister holen. Achso, ich dachte, wir holen jetzt den langen Weg und... Auch das ist möglich, werte Gefährtin. Nehmen den Kanister. Ups, ach, da lag jemand. Kann ich nicht bestätigen. Ups. Mann, jetzt park! Zu bunt, ich steig aus. Mach das. So. Kofferraum öffnen? Nein. Das. Basis. Ich renn immer zuerst in die falsche Etage. So, wo haben wir den denn? Nehmen. Nutzbar. Fahrzeug tanken, aber ich sehe auf Anhieb nicht, wie viel da drin ist. Oh. Voll. Ja gut, dann haben wir einen Kanister. Ja, mag sein. Und mein Rucksack ist 8 Pfund schwer. Ja, ich habe den großen, den 12er. So, warte. Dann können wir das Auto jetzt so holen. Jupp.
Wir laufen falsch, richtig? Jawohl. Ja, wir sind von da gekommen. So, und hier ist wieder ein kleiner Typ auf der Straße. Also wenn ihr mal jemanden auf der Straße seht, zwei Möglichkeiten, ihr helft ihm oder das hier. Letzteres kann ich übrigens nicht empfehlen. Zumindest oder ihr seid nicht außer Atem. Auf der Einkaufsstraße. Ja. Ihr seid außer Atem und könnt da nicht helfen. So wie ich gerade. Gib mal Deckung. Du hast schon wieder Licht an und wunderst dich. Verdammt. Du wärst der schlechteste Spion der Welt. Du würdest mit so einer Tröte ins Haus rennen und sagen, ey, gibt's hier was Besonderes? Nein, ich würde nur mein Kopflicht vergessen auszumachen. Das ist eine andere Geschichte, definitiv. Klar, okay, dann jetzt mal los. I need a rest. Hinter uns. Die läuft aber komisch. Ja, komischerweise läuft sie sowieso noch. Sie ist tot. Und wieso können Tote eigentlich jedes Mal laufen? Und wieso macht der Virus es jedes Mal so, dass wenn man den Kopf zerstört, sie nicht mehr laufen können? Beziehungsweise, dass die Zombies tot sind. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wofür braucht der Virus den Kopf? Für die motorischen Fähigkeitensteuerung? Ja, so sieht es erstmal aus, würde ich sagen. Die Nervenstränge sind dann doch noch miteinander vernetzt. Tja, und was wird er denn? Die Wirbelsäule infiziert? Vorsicht, Red Eye. Na, guten Hunger. Headshot! So, liebe Freunde, wenn ihr noch mehr von diesem Spiel sehen möchtet, dann müsst ihr uns das in die Kommentare schreiben. Wenn ihr keinen Bock mehr auf das Spiel habt, dann schreibt einfach fickt euch. Und wir wissen ungefähr Bescheid, dass wir einen relativ schönen, ruhigen Abend jeder für sich haben sollten. Fang so, mal auf den mal. Shit. Du siehst gar nicht gut aus. Ja, ich muss mich gerade erholen. So, diese Seite. Kipp rein, los. Lass das Ding schlucken. Ich schütte auch nicht die Hälfte daneben. Musst du nicht. Lass die Bitch schlucken. Sieht aber auch schon ein bisschen ramponiert aus. Ja. Das, liebe Freunde, hättet ihr gesehen, wenn ihr das Tutorial mit angeguckt hättet. Tja, gab es nicht auf meinem Kanal. Pech gehabt. Dann guckt es im Internet. So, jetzt schauen wir mal, was hier für ein Auto noch rumsteht. Oh, ein Feuerwehrauto. Echt jetzt? Die hässliche Smart-Variante? Wie war nochmal? Oh! Entschuldigung, falsches Auto. Weg von meiner Tür, du Arschloch. Na, die sind aber ganz schön anhänglich. Voll die Tür-Action nicht. Fünf Einfluss. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier was an diesem Auto ist. Also ich sehe schon kommen, wir haben jetzt gerade das Auto frisch aufgetankt und gleich fängt es an zu brennen. Ja, es ist ziemlich im Arsch gleich. Ich frage mich, ob man irgendwie Sprit entnehmen kann. Das fände ich nämlich persönlich, ja, nicht ganz realistisch, aber auch nicht ganz unrealistisch. Also ich würde dir einen Schlauch empfehlen und deine wunderhübsche Schnute und dann klappt das schon. Ja, deswegen spiele ich die Frau, denn saugen kann die am besten. Deswegen lass uns jetzt mal nach Lisa gehen, vielleicht hilft die uns ein bisschen beim Schlucken. Was will Lisa denn diesmal bei den Fremden? Nee, Lisa ist doch die Fremde. Ja, ist doch egal, ob sie die Fremde ist. Aber wir sind für sie fremd, also was will sie von den Fremden? Hm, passt. Ja, wir sprechen nicht mit Fremden, oder? Mal gucken, ob wir ein Toolkit finden. Dann haben wir nämlich wieder ein heiles Auto. Das wäre ja schon mal richtig geil. Wobei Toolkits ja eigentlich auch sehr, sehr selten auftauchen. Ja, wir haben jetzt aber eine Werkstatt und das habe ich mittlerweile gelernt. Das haben wir früher nämlich nicht gewusst. Wenn man eine Werkstatt hat, kann man die Toolkits selber bauen. Nice. Jawohl, jawohl, jawohl. So, was haben wir das, hier? Das rückt das gleich in ganz anderes Licht. Oh ja, so ist das. So, hier war noch eine Kiste, die ganze durchsuchen wir mal. Und dann gucken wir mal, was Lisa will. Und das wird auch die letzte Tat des Tages sein. Wir haben ein Toolkit gefunden. So, liebe Freunde, wenn ihr mal wissen wollt, wie man ein Auto repariert, ihr stellt euch einfach an die Motorhaube, macht sie auf. Wie ihr seht, ihr guckt einfach ein bisschen nach links, guckt ein bisschen nach rechts, lasst ein bisschen knackern. Ihr müsst nur eine Toolkit in der Tasche haben.
So, hier, cool, links, rechts, links, rechts, bumm. Und alles ist ausgeglichen. Keine Lackschäden mehr, keine Plattenreifen, Benzin ist aufgefüllt. So repariert man. So, ab nach Lisa und dann weiter. Was? Ach, hier, Frau Lisa. Wir versuchen, solchen Proben zu sammeln, aber wir haben wenig. Könnt ihr uns helfen? Solchen Probe geben? Ich glaube, wir können uns darum kümmern, einwilligen. Machen wir. Okay. Das kriegen wir hin. Wir sollen also wieder unser Leben aufs Spiel setzen. Oh, Geistesgegenwart, Max-Stufe. Nicht schlecht. Das habe ich doch schon längst. Habe ich überhaupt was? Hier blinkt doch alles blau für dich. Ja, mir wird nichts angezeigt. Du stehst davor. Ja, das habe ich jetzt auch gefunden. Und im Schlafzimmer, in dem du warst, ist die linke Konsole neben dem Bett auch noch. Oh, Vic, geh aus dem Weg. Geh. So, da muss ich mal was in den Kofferraum tun. Tüte mit Kautabak. Luxusgegenstand. Packung mit schwachen Zigaretten. Ja, take it easy. Geh aus dem Türrahmen raus, Junge. Ja, also das Let's Play muss dann auf mich warten, denn ich komme nicht aus dem Badezimmer raus. Es dauert noch ein Weilchen. Du kannst, wenn du C drückst, immer an NPCs vorbeiruppen. Ja? Vor dir steht übrigens niemand. Doch. Guck, du gehst dahin, darauf zusprinten und immer einfach durch, siehst du? Ach so, okay, dann danke. Kein Problem. So, du darfst dich allerdings jetzt davon verabschieden, wenn du das nicht möchtest. Dann hast du Pech gehabt, du hast nur 10 Sekunden. Wenn du deine Zeit nicht nutzen willst, guck dann eben nicht. Tja, du hattest deine Chance, dann eben nicht. Dann hör auf zu reden. Mach, Tantchen. Okay, wir sehen, hören, schauen uns beim nächsten Mal. Ciao mit V. Du hast riechen vergessen. Nein, es gibt kein Geruchsfernsehen. Wenn das keine schönen letzten Worte waren, also wenn euch die ganze Folge gefallen hat, lasst mir ein Like, dann lasst uns beiden ein Abo da. Aktiviert die kleine hässliche Glocke und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, schreibt Hashtag Ende in die Kommentare und ihr gehört damit zu meinen absoluten Lieblingszuschauern und habt immer die Chance, mehr oder weniger vielleicht bei Gewinnspielen bevorzugt zu werden. Wer weiß. Ein Satz bringt normalerweise immer Vorteile. Also, diese Folge ist vorbei und ich hoffe, in der nächsten Folge seid ihr wieder dabei. Und wenn ihr euch fragt, warum ich so schnell in letzter Zeit rede, weil ich's kann. Bis dahin, Valadoeris, euer Wolf.